Was geht, Welt? Hier ist Nopi. Und alter Schwede, es ist passiert. Erst gestern noch trieb ich mich auf pokefans.de rum und habe mit etwas Verzögerung hier mir die neuesten Gerüchte zu den nächsten Pokémon-Spielen rausgesucht und ging nach einem langen Forschungstag ins Bettchen. Und dann wache ich heute Morgen auf und stelle zu meiner Freude fest, dass offiziell jetzt tatsächlich die nächsten Pokémon-Spiele bekannt gegeben wurden. Das eine ist Pokémon Quest, das ist nun echt nicht an Leute wie mich adressiert, aber ich gucke mir das auf jeden Fall trotzdem nochmal an. Und wenn ihr das auch sehen wollt, dann gebt mir einfach nur Bescheid. Aber was viel geiler ist, es ist ein Trailer für das nächste Pokémon-Spiel oder besser die meisten nächsten beiden Pokémon-Spiele herausgekommen. Und einige Sachen, die hier The Other Leaker bekannt gegeben hat, der angeblich demnächst Nintendo verlassen will und voraussichtlich wird nach dem Leak, werden hier bestätigt. Manche sehen sich in den Trailern nicht so sehr bestätigt, aber das gucken wir uns mal genauer an. Wir sehen gleich im ersten Shot, dass mit den kommenden Spielen das Pokémon Go weiter unterstützt wird. Also das Konzept Pokémon Go fand ich ja von Anfang an richtig geil, auch wenn ich es von Anfang an nicht unbedingt gespielt habe. Zuerst wegen eines Mangels eines vernünftigen Telefons und später dann, weil, ich weiß nicht, dann hatte ich Pokémon Mond. Aber Pokémon Go ist gar nicht so kurzlebig, wie manche einschließlich mir anfangs vielleicht gedacht haben. Es ist so dermaßen erfolgreich, offenbar, es trägt sich selbst, sodass es in den nächsten Pokémon-Spielen auch mit berücksichtigt werden kann. Die Pokémon, die man in Pokémon Go gefangen hat, die kann man also offenbar in die Switch-Version des Spiels transferieren. Also ganz ähnlich, wie es auch schon mit dem Pokéwalker immer der Fall war damals. Und das fand ich halt auch echt cool. Das hat mir super Spaß gemacht, Pokémon aus meinem Soul Silver in meinen Pokéball zu transferieren und da dann durch die Gegend zu laufen, Zuneigung zu sammeln und Gegenstände zu sammeln. Und dann ein gestärktes und liebevolleres Pokémon wieder zurückzukriegen. Ich bin gespannt, wie genau sie das hier implementieren werden. Auf jeden Fall kann man Pokémon, die man unterwegs fängt, in die Switch werfen. Das heißt, man muss nicht mal die Switch rumtragen, um Pokémon draußen zu fangen. Was man natürlich trotzdem machen kann. Es scheint so, dass hier tatsächlich die Titel-Pokémon Pikachu und Evoli sind. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass die Titel dieser beiden Editionen auch Pokémon Let's Go Pikachu und Pokémon Let's Go Evoli sind. Und ich finde das sehr schön, denn das harmoniert wunderbar mit dieser mit der Sache zwischen Pikachu als Ashs Starter-Pokémon und Evoli als Garys Starter-Pokémon. Wir haben Professor Eich wieder am Start. Das korrespondiert, das funktioniert also mit der Information aus dem Leak, in der es hieß, ich bin mir nicht sicher, was das 100 Jahre in der Zukunft Gerücht angeht, weil Rot und Blau in den Spielen auftauchen, aber deutlich älter geworden sind. Professor Eich ist am Start, also es werden voraussichtlich keine 100 Jahre nach Rot und Blau sein, in denen das Ganze stattfindet. Andererseits würde ich Professor Eich auch zutrauen, dass er mal so eben 200, 300 Jahre alt werden kann. Das Fangsystem ist überarbeitet worden. Man wirft jetzt nicht einfach nur einen Pokéball mit einem Knopfdruck, sondern man benutzt tatsächlich den Joy-Con, um einen Pokéball so zu werfen, wie man es auch aus Pokémon Go kennt. Wir haben hier sogar auch diesen kleiner werdenden Kreis. Also dieses Bild sieht tatsächlich genauso aus, als wäre das aus Pokémon Go gejumpt. Und das ist ja fast das Interessanteste aus dem Trailer, finde ich. Wir haben hier Multiplayer lokal. Man kann auf der Couch sitzen und zu zweit mit zwei Joy-Cons Pokémon spielen. Und das betrifft anscheinend nicht nur das Fangen, wo zwei Leute gleichzeitig einen Pokéball werfen, sondern auch Trainerkämpfe, wo dann eben zwei Leute gegen einen gegnerischen Trainer kämpfen. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das umgesetzt wird. Benutzt der zweite Spieler dann andere Pokémon aus dem Repertoire des ersten Spielers oder hat er seine eigenen mitgebracht mittels Amiibo oder auf dem Joy-Con gespeichert? Ich glaube, die können das ja auch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und wie wird das mit dem Screen sein? Wenn man sich zu weit voneinander entfernt, wird der zweite Spieler an den ersten getethert? Kann er den Rahmen nicht verlassen? Wird, wenn man zu weit weg voneinander ist, wie damals bei Toadjam und Earl, plötzlich der Bildschirm zweigeteilt? Man weiß es nicht. Ich bin gespannt. Und das ist auch ein bisschen eigenartig hier. Da weiß ich nicht ganz, was ich von halten soll. Ist das geil oder ist das überflüssig? Man muss nicht einen Joy-Con verwenden. Es gibt also anscheinend eine neue Art Joy-Con in Form eines Pokéballs. Ja, der kleine Punkt in der Mitte, wo sie im Anime mal draufdrücken, um Pokémon zu releasen. Das funktioniert als Analogstick, aber halt auch als Druckknopf. Und so kann man dann halt Pokémon fangen
und wahrscheinlich das ganze Spiel steuern, sah zumindest ein bisschen danach aus. Auf jeden Fall kann man Pokémon auf diesen Ball transferieren und den dann wie den Pokéwalker damals mitnehmen. Das aufmerksame Auge bemerkt außerdem auch noch, dass wir hier lauter Sachen aus der ersten Pokémon-Generation demonstriert bekommen. Von Glurak über Turtok über Lavados über Mewtwo. Es sind ausschließlich Pokémon aus der ersten Generation. Die Umgebung hier scheint auch alles erste Generation zu sein. Wir haben Team Rocket am Start, erste Generation. Das widerspricht ein bisschen der Information, die wir von The Other Leaker haben. Er sagte nämlich, es handelt sich um die achte Spielegeneration. Nintendo wirft mit Pokémon auf der Switch einen neuen Blick nach vorne. Das funktioniert jetzt allerdings nicht mehr so mit dem, was wir hier gesehen haben. Ganz am Ende des Trailers steht ja You will meet a special Pokémon. Was soll das sein? Mewtwo? Das war schon im Trailer drin. Mew? Man weiß es nicht, würde halt passen. Aber das wäre jetzt auch nicht so ein geheimes Ding, ne? Das Ganze macht noch eine andere Sache fragwürdig. Und zwar haben wir in dem Leak ja auch zu stehen, es gibt nur ein legendäres Pokémon, und zwar ein Schlangen-Pokémon. Also entweder befinden wir uns nicht nur in den 150 ersten Pokémon, oder aber dieses Special-Pokémon, das man mieten wird, könnte dieses Schlangen-Pokémon sein, das so mysteriös ist und das noch keiner kennt. Mal gucken. Ja, das war auf jeden Fall alles das, was der Trailer hergibt. Was außerdem noch bekannt gegeben worden ist letzte Nacht, ist, dass es neben diesem Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli auch noch ein neues Pokémon-Spiel kommen wird. Das wird dann voraussichtlich, sagen sie, in der zweiten Hälfte 2019 kommen. Im November 2017 kam Pokémon Ultra Sonne, Ultra Mond. Im November 2018 kommt dann Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. Was dann halt anscheinend auch kein Haupttitel ist. Und im November 2019, wenn dieser Rhythmus beibehalten wird, kommt dann also Pokémon Fragezeichen. Die nächste Generation jedenfalls. Das wird dann die achte Generation sein? Vermutlich. So viel also zu den Neuigkeiten zu Pokémon von letzter Nacht. Was haltet ihr davon? Ich bin mega aufgeregt. Ich sehne Mitte November 2018 sehnlichst herbei und 2019 sowieso. Ich bin gespannt. Finde ich besonders toll, denn das einzige Pokémon-Spiel, das ein Jahr nach Release von von Nintendo Switch am Start war, ist immer noch Pokémon Tekken. Und das ist ja nun eigentlich ein Spiel der letzten Nintendo-Generation. Das bedeutet also, endlich geht es mit Pokémon weiter auf der neuen Konsole. Und das beginnt heute mit Pokémon Quest. Aber das will ich jetzt hier nicht in dem Video behandeln, weil das einfach optisch nicht was für jedermann ist. Ich werde es mir auf jeden Fall antun. Ob andere mir da folgen werden, das lasse ich mal offen. Gebt mir Bescheid, wie das bei euch, wie Pokémon Quest bei euch ankommt. Und ob ihr das auch in Videos sehen wollt. Ich werde es mal vorsichtig in einem Stream anspielen und mal gucken, wie das ankommt. So, vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin sehr auf euer Feedback gespannt. Wie soll ich sagen? Bis dahin.